Okay, jetzt aber. Es empfiehlt sich schon zum Aufnehmen die Aufnahmetaste zu drücken. Es geht jetzt darum, Nachtschwärmer zu sammeln. Ich habe hier mir eine Karte aufgemacht, sonst würde das wohl zu lange dauern und würde zu langweilig werden. Aber trotz dieser Karte bin ich unsicher, ob ich auch wirklich auf Anhieb alle finde, auf Anhieb sowieso nicht. Denn es ist wirklich ein schwieriges Unterfangen. Dabei haben sie ihre angestammten Plätze, aber man muss halt den richtigen Punkt erwischen, wo man sie treffen kann. Sonst kommen sie nicht aus ihrem Versteck heraus, also sie machen sich nicht sichtbar. Da ich jetzt schon mal hier bin, könnte ich eigentlich noch mal sagen. Drei Bomben, zwei Bomben nur noch. Kann nicht wahr sein. Ah, das war richtig. Das Herzteil habe ich schon mal gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Dabei war es auch so einfach. Jetzt einfach nur tauchen weg hier. Hilfe, das war knapp. Jetzt noch das Herzteil erwischen. Komm, schaffe ich. Perfekt. Ich brauche keine Eisenstiefel ohne einen. Supi, mir fehlen nur noch drei Herzteile. Dann habe ich es echt schon geschafft. Erstmal die Pfeile wieder ausrüsten. Echt nur noch drei? Ja, drei Herzteile. Und die kriege ich alle als Kind, wenn ich mich da nicht verrechnet habe. Das heißt, der Erwachsenenpart ist komplett vorüber, was das angeht. Jetzt frage ich doch gerade hier. Da, ja, ich gucke auf meine Karte hier. Sonst komme ich da ja nicht weiter. Also eigentlich müsste der Nachtschwärmer hier sein. Ich frage mich ja, ob es irgendwie was mit Tag und Nacht zu tun hat. Irgendwo hier muss es doch einen Nachtschwärmer geben. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das Video so lasse. Also wie immer ganz normal. Vielleicht beschleunige ich es und unterlege es mit Musik. Wäre ja nicht das erste Mal. Für dieses Spiel schon, aber bei anderen Spielen habe ich das schon mal gemacht. Majora's Mask zum Beispiel. Ja, und wann kommt jetzt bitte schön dieser Nachtschwärmer? Eigentlich sollte er hier so irgendwie auftauchen. Wahrscheinlich muss ich aus dem bestimmten... Ah, da! Aus dem richtigen Winkel kommen. Ich hab's doch gesagt. Jetzt ist er schon wieder weg. Blöd. Aber scheinbar, ich hoffe mal, dass es jetzt genauso wieder klappt. Direkt von diesem Herzteilbaum, wo ich das Herzteil bekomme, auf diese Halbinsel zureiten. Vielleicht klappt das ja nochmal so. Ist immer eine ganz knifflige Angelegenheit, bis man da mal irgendwie Erfolg hat. Man weiß halt oft auch nicht, woran es jetzt lag. Wie klappt das dann nochmal? Und dann hat man das Pech, man muss den Nachtschwärmer zweimal treffen. Einmal würde schon genug sein, aber nein, zweimal. Man kann auch nur Pfeile schießen, man kann ja nicht im Endhaken irgendwas machen. Komm, wieso habe ich nicht getroffen? Einmal! Scheiße! Das Dumme ist, wenn er jetzt wieder auftaucht, muss ich ihn wieder zweimal treffen. Der hat sich jetzt in der Zeit, wo er weg ist, regeneriert. Das gefällt mir alles nicht. Da kann man echt Stunden dran verbringen. Und das hier ist nur einer. Ein Nachtschwärmer. Mein zweiter ist das dann insgesamt. Den leichtesten direkt vor der Schlossbrücke, den habe ich ja schon. Da, wo kommt der denn jetzt her? Also das ist jetzt komisch gewesen. Jetzt war er ganz woanders. Jetzt nur schnell genug sein, sonst verschwindet er noch. Erstmal eine komische Feder wegmachen. Und dann gehe ich erstmal die Nachtschwärme abgeben. Ich will nämlich eine Fee mindestens mal behalten. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich sie brauchen werde. Ja, will ich. Damit wären es zwei. Die gebe ich jetzt erstmal ab. Dann sehen wir den Typen auch mal, der die so gerne möchte und mir am Ende dafür eine Flasche gibt. Ist ja eigentlich ein sehr gutes Geschäft. So eine leere, billige Flasche für 10 waschechte Nachtschwärmer. Schon ziemlich dreist. Und denselben Typ, den gibt es auch in Majora's Mask. Manche werden ihn vielleicht wiedererkennen. Da.
Das ist der Typ, der da im Icania Canyon vorne dran sitzt und mich dann da hochlässt. Und später, glaube ich, auch noch so ein Minispiel veranstaltet. Oh, du bist ja ein agiler junger Mann. Und du bist auch ganz ansehnlich und mutig. Ja, ja, das, du heißt ja nicht, wa? Hey, schau nicht so, ich kann Gedanken lesen. Wenn ich so gut aussähe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Aber immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermarkt von Hirule. Und offiziell scheinbar auch noch, der hat einen Trifork auf dem Bauch aufgenäht. Dank Ganondorf, gepriesen sei sein Name, gehen die Geschäfte zurzeit blendend. Ich kann nur hoffen, dass das auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen allen Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Das ist ja sehr hasserfüllt, das Ganze. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Yep. 50 Rubine gibt's für auch noch Geld, aber das kann ich leider gar nicht aufnehmen. Ich habe schon alles voll in der Tasche. So, kann ich dir den jetzt zeigen, einfach? Ja, so geht das. Oh, du bringst mir etwas, nun. Erstaunlich, das ist ja ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 5... Oh, kann ich es tragen. Pack's auf die Bank. Um 3 hast du noch 100 Punkte. Ja, man sieht, ich brauche 1000 Punkte. Das sind 10 Nachtschwärmer. Wenn ich mich da jetzt nicht verrechne. So. Das war wohl nicht der richtige Winkel, obwohl es eigentlich derselbe wie vorher war. Ja, nochmal. Kann ich leider nicht vorspulen. Obwohl ich spät drücke. Wie verrückt. Komm. Ist genug. Jetzt habe ich wieder 2 leere Flaschen. Für die nächsten 2 Nachtschwärmer. Ich gucke gerade auf meine Karte. Die 2 auf der oberen Seite habe ich jetzt eingesammelt. Auf der anderen Seite gäbe es noch einen, aber ich gehe im... Geht gegen Uhrzeigersinn. Das heißt, der nächste ist bei der Longlong Farm, wenn ich den jetzt nicht auslassen möchte. Longlong Farm. Mal gucken, ob ich den kriege. Hier vielleicht irgendwo oder weiter da drüben. Ich hoffe, ich gucke richtig. Ich gucke immer weiter auf die Karte und wieder aufs Spiel und. Ich glaube, ich habe ihn verpasst. Moment, ich gucke erst nochmal hier. Ich orientiere mich jetzt immer an diesem Herzbaum. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. So, erstmal stehen bleiben, umdrehen. Zur Longlong Farm gucken. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt hier so hochgehe, müsste er eigentlich auftauchen. Nicht zu schnell reiten, das kriege ich nicht. Nein. Nicht? Komisch. Ich hätte eigentlich damit gerechnet. Wenn ich jetzt hier weiter reite, dann kommt irgendein anderer und dann komme ich wieder durcheinander. Ich will da schon ein bisschen systematisch vorgehen. Das ist jetzt halt wieder so eine blöde Winkelfrage. Von wo komme ich angeritten? In welchem Sinuswinkel reite ich? Welche Luftfaktoren spielen damit ein? Witterungseinflüsse? Regen? Nebel? Vielleicht hat Ganondorf gerade schlechte Laune. Und deswegen kommen die blöden Nachtschwärmer nicht. Da kommt sie. Doch, da kommt sie rüber. Wow! Da war ich jetzt baff. So, aber wenn ich jetzt auf meine Karte gucke, nein. Ich gucke, ach, ich hätte es mir eigentlich viel einfacher machen können. Nicht vom Herz der Baum, sondern einfach direkt neben dem Eingang. Dann müsste das doch auch gehen. Jetzt hat wieder nur die Frage, von wo ich angeritten kommen muss. Hier, neben dem Eingang. Da ist er, da ist er. Das ist witzig. Cool. Das ist gar nicht so schwer bisher. Aber die richtig schweren kommen noch, die in richtig blöden Winkeln leben. Ja. Ich habe außerdem B gedrückt, aber Hauptsache der Pfeil ist auf Ja. Dann macht das gar nichts. Ich hoffe jetzt, ist es der richtige gewesen. Ich gucke nochmal hier, aber es müsste eigentlich der richtige gewesen sein. Und ich speichere mal immer so
zwischendrin, für den Fall, dass der Emulator abstürzt oder irgendwas passiert. Dann ist alles gerettet, da muss ich keinen Nachtschwärmer neu fangen. Was ich dann sowieso offscreen machen will. So, ich guck nochmal. Hier, irgendwo hier gibt's jetzt noch einen Nachtschwärmer. Oder ist das der direkt beim Gerudo-Tal? Ich kenne diesen Nachtschwärmer. Ich kenne eigentlich alle, klar. Ich habe sie schon mal alle gefangen. Also, ich glaube, der war aber einer. Ja, der direkt wieder verschwindet. Der ist so mega schnell wieder weg. Wie habe ich das denn gemacht? Ich glaube, ich bin von der anderen Seite gekommen immer. Dann ist er möglicherweise ein Ticken länger da. Und dann halt immer die Frage, wie weit muss man wegreiten, dass er wieder Lust hat aufzutauchen. Was muss man tun, um zu gewinnen? Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. So. Mal von dieser Seite. Dann kommt er nämlich nach oben, aber dann kriegt man ihn echt sehr schwer. Bin ja gespannt, ob ich das irgendwie hinkriege. Ihn zu treffen. Jetzt kommt er gar nicht. Toll. Uhu. Blöder Nachtschwärmer. Ganz blöder. Doch, wo kommt der denn jetzt her? Ich bin viel zu schnell. Ich war viel zu schnell. Richtig viel zu schnell. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass er noch auftaucht. Machen wir einfach nochmal dasselbe. Denn er ist schon richtig lange da geblieben. Da, wo kommst du denn her? Wer bist du denn? Das ist ein anderer. Das muss ein anderer sein. Ich habe ihn noch erwischt, Mann. Warum ist er nicht noch eine Millisekunde geblieben? Nein, er wurde getroffen und ist sofort abgehauen. Das war aber jetzt ein anderer. Der da hinten sollte jetzt wieder auftauchen. Nur nicht zu schnell reiten, wie gesagt. Dann ist der Nachtschwärmer selbst nämlich auch nicht so schnell. Und auch nicht so schnell wieder weg. Wieso treffe ich nicht? Und wieso verschwindet er in dem Hügel? Das ist doch ein Witz. Wo man ihn gar nicht treffen kann. Ich habe nur noch 13 Pfeile. Wo kriege ich denn jetzt Pfeile her? Beim Hyasee. Beim Hyasee hole ich mir gleich eine neue. Das ist ja kein Problem. Da gibt es in diesen Grasbüscheln immer unendlich Nachschub. Schon wieder Tag. Die Tageszeiten wechseln hier echt fließend. So, aber die Musik ist so geil. Epic. So, nächster Versuch. Vielleicht mit etwas mehr Glück diesmal. Ja. Da. Ja. Jawohl. Das lief ganz ordentlich. Und da ich jetzt eigentlich keine Lust habe, schon wieder zurückzureiten, kommt die Fee jetzt auch raus. Ist doch wurscht. Ich gehe doch eh niemals Game Over. Nicht mit 19 Herzen. Ich bräuchte nicht mal eine Fee für Ganondorf. Aber die hole ich mir trotzdem noch. Ist ja klar. Sonst wäre das schon ziemlich leichtsinnig. So, jetzt gucke ich gerade auf meine Karte. Der nächste müsste da sein. Ja, ich weiß ja, wo der nächste ist. Der kam genau hier, genau. Jetzt bloß aufs Spiel gucken und nicht auf die Karte, sonst geht er mir wieder flöten. 6 Pfeile sollten noch reichen für den einen hier. Und dann geht's zum Hyasee. Erstmal auffüllen. Den Köcher. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite kommen. Bisher kam er immer nur, wenn ich von der anderen Seite kam. Immer diese Winkelgeschichte, diese Triggerpunkte. Erst wenn sie getriggert sind, dann tauchen sie auch auf. Sonst haben sie keine Lust. Zu hoch, zu hoch, zu hoch. Und ich habe keine Pfeile mehr. Kann man vergessen. Bei 2 dürfte ich mir keinen Fehlschuss erlauben. Und wir wissen genau, das wird nichts.
erstmal ein paar Pfeile holen. Das Gute ist ja, dass ich ganze 50 tragen kann. Inzwischen. Also so oft muss ich keine holen. Keine Pfeile? Wollt ihr mich verarschen? Zwingt mich jetzt nicht noch in irgendeinen Laden gehen zu müssen, um Pfeile zu kaufen. Ah, da waren welche. Stirb. In jedem blöden Dungeon hier, Dungeon, gab es in irgendwelchen Truhen sinnlose Pfeile, die ich gar nicht brauchte. Aber hier jetzt. Ja komm, ich muss nochmal rausgehen und nochmal rein. Das waren jetzt übel wenig Pfeile. Ich kann mich gar nicht erinnern, so ein Problem schon mal gehabt zu haben. Hat wieder ziemlich dumm für ein Let's Play, aber typisch. Richtig typisch. Vielleicht lasse ich auch einfach alles so normal im Video. Und eventuell wird es dann halt wieder ein bisschen längeres. Wird die einen freuen, die anderen ärgern. Und mir kann es eigentlich egal sein. Für mich ist es dann nicht viel mehr Arbeit. Da macht es eher mehr Arbeit, die Sache zu beschleunigen und Musik drunter zu legen. Aber so viel ist das auch nicht. Keinen einzigen Pfeil. Die wollen mir keinen geben. Ich glaub's einfach nicht. Gibt's noch irgendwo eine Möglichkeit für Pfeile? Ich schätze ja fast nein. Aber ich hole mir jetzt erstmal diesen Nachtschwärmer. Blöde Geschichte. Vielleicht kommt er jetzt hier von dieser Seite schon. Wäre ja auch schon komisch gewesen. Da, wo kommt der? Ach, das ist der, den ich vorhin meinte. Wundert mich, dass der jetzt da auftaucht. Davor war er immer im Gang. Unten und nicht oben. Ja. Dafür habe ich ihn diesmal auf Anhieb bekommen. Und somit schon der fünfte Nachtschwärmer. Die Hälfte haben wir schon. Aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Auf geht's. Schneller. 10 Pfeile. Wenn ich absolut effizient wäre, würden mir die 10 reichen für die anderen 5. Aber das können wir vergessen. Ich brauche irgendwo einen Nachschub. Ich habe nur keine Ahnung woher. Müsste man Kakariko gucken. Naja, ich gehe gleich wieder zum Hiersee. Erscheint mir irgendwie sinnvoller. Ja, wo gehe ich eigentlich hin? Ich will da nicht zum Schloss, auch nicht zur Zitadelle der Zeit. Ich machte auch nicht zu blöden Zombies auf dem Marktplatz. Nein. Vielleicht gibt es ja hier Pfeile. Aber hier gibt es eigentlich nur Rubine, ne? Ja. Kenne ich ja noch von Kindesalter her. Na, mein Junge hier. Ich muss ihn halt zeigen. Oh, du bringst mir etwas. Oh, jo. Ich kann auch nichts anderes sagen als immer dasselbe. Und dir Rubine in den Arsch zu blasen, die ich gar nicht brauche. So. Hehehe, ich weiß langsam, was ich da eine Belohnung kriege. Das würde ich den ganzen Scheiß ja nicht machen, hä? Was meinst du dazu? Oh, du bringst mir etwas. Was könnte das bloß sein? Oh, eine Flasche mit Inhalt. Ist das Milch? Nein, das ist ein böser, hasserfüllter Geist. Und dieser bringt dir eine leere Flasche ohne Milch. Oh ja. Nummer 3. Nimm ihn und erstick daran. Erstaunlich, du hast mir noch nie einen Nachtschwärmer gebracht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Eine geniale Belohnung. Er sagte genial. Es
gucke schon mal. 3, 4, 5, 5 Nachtschwärme sind das jetzt gewesen. Einmal 2 und einmal 3. Dann ist der nächste jetzt bei der Longlong Farm auf der hinteren Seite. Ich könnte auch die Longlong Farm jetzt zum Schluss nehmen, aber dann wäre das ja nicht systematisch. Dann wäre das chaosartisch. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich genau richtig treffe. Wo muss ich denn da stehen? Ich und Karten lesen, ja, das ist wunderbar. Ich glaube, ich laufe einfach mal ein bisschen hier rum und dann wird er schon auftauchen. Bestimmt. Warum sind die scheiß Zäune nicht eingezeichnet auf dieser Kackkarte? Kommt da mal irgendwann Ena? So, jetzt bin ich hier. Bleib mal stehen. Hier und jetzt hier runter, oder? Ich glaube, hier müsste irgendwann auftauchen. Hier könnte noch Pfeile sein. Oder auch nicht. Hier ist auf jeden Fall irgendwo noch einer. Mindestens einer. Da ist einer. Den ich nicht erwische. Weil ich so schlecht im Ziehen bin. Hier sind ganz viele Bäume. Es könnte. Ja, ich glaube, das ist der hinter dem von der Longlong Farm. Aber ist ja auch egal. Hauptsache ich kriege. Da ist er. Ist das derselbe? Ist ja auch egal. Hauptsache ich habe. So. Ja, will ich. Das wäre Nummer 6. Das überlege ich gerade. Das ist sehr weit weg von der Longlong Farm. Sehr weit. Ja, das ist der hier. Das ist das Loch, das da eingezeichnet ist. Die sind aber angeblich wohl ziemlich dicht nah beieinander. Zwei Nachtschwärmer. Deswegen tue ich aber mal ein bisschen hier noch rumreiten. Vielleicht kommt hier noch einer. Mit dem ich gar nicht rechne. Da war noch ein bisschen Gras. Ah, da ist noch einer. Ganz nah beieinander. Ich hab's euch doch gesagt. Ich habe ihn eigentlich erwischt, aber ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe keine Pfeile mehr. Aber man kann sich die Stelle gut merken, weil da das Gras ist. Sehr schön. Und das ist dann der 7. Nachtschwärmer schon. Wow. Geht das schnell? Aber muss man bedenken, wie lange das Spiel noch dauern würde, wenn ich alle fehlenden 49 Skulpturas noch suchen würde. Das würde echt ewig dauern. Noch 10 Pfeile wieder. Juhu. Aber ich werde die 49 Skulpturas gleich als Kind holen, gleich nach den Nachtschwärmern. Mit dem kleinen Trick, den ich ja schon angekündigt habe. 10 Pfeile mehr wollen sie mir nicht geben. Na gut. Reicht wieder eine Weile. Und diesen Trick mit den Skulpturas werde ich dann einmal zeigen und dann die restlichen Fänge dann rausschneiden. Weil es dann zu langweilig werden würde. Wo ist denn jetzt das Gras? Ah, da. Da ist er. So ist das doch schön. Nummer 7. Boah, wie gut das läuft. Ey. Aber ich habe auch eine Karte ohne.